Ups. Ah. Hehe. Entschuldigung. Ich gehe immer mit den Fingern von den Tasten runter und deshalb gehe ich dann natürlich auch dämlicherweise immer auf die falschen Tasten zurück. Pass dem, auf dich auf. Mit dem hatten wir schon gesprochen. Danke, ja. Danke. Der da an uns vorbeigelaufen ist. Hallo, Dorfbewohner. Du hast mein Leben gerettet. Wie kann ich dir danken? Na. Nimm diese Dukaten. Mehr habe ich nicht mehr. Ach. Ach, seien wir mal. Behalte deinen letzten Besitz. Du bist so gnädig. Ja, ich weiß. Und dafür, dass ich mich gut fühle, kriege ich Erfahrung. Keine zerstörbaren Gegenstände, so wie es aussieht, aber hier ist ein Krug. Wir bringen die Leute doch nicht um ihr Erspartes, wir klauen es ihnen einfach aus den Töpfen. So, vom unteren Dorfplatz hat der Schmied doch vorhin gesprochen. Können wir da irgendwie hin? Vielleicht so. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach direkt die Kleidung holen, aber man kann sie hier unten ja auch mal umsehen. So, hier war... war das hier? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hier ist eine imperiale Münze. Und hier? Was haben wir hier? Nüscht. Ah, okay. Ah, okay. Ich sehe, wo wir sind. Also hier sind wir rein, raus und hier waren die ganzen Typen und hier ist dann unser heißgeliebter, ich weiß nicht mehr seinen Namen, gestorben. Ist auch unwichtig, wie er hieß. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Und wen haben wir denn da? Vielleicht den Typen, der uns irgendwie Tricks beibringen kann? Hey, Scarlett, komm mal her. Okay. Leicher. Ah, Scarlett, du hast den Angriff überlebt. Wie man sieht, wieso bist du so überrascht? Naja, ich hab dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Aber mal im Ernst. Es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Ja, ich hab dich nicht beim Kämpfen gesehen. Dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder. Außer dir natürlich. Du hast mehr Schwachstellen als ein Brett voller Holzwürmer. Aha. Letzte Nacht habe ich die Schwachstelle dieser doch teilweise recht unbeholfenen Attentäter entdeckt. Und wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man sie besiegt. Ja, zeig mal her. Wenn du schon erfahren genug sein solltest, kann ich dir weitere Kampffertigkeiten beibringen. Okay, kämpfen trainieren. Was kann man denn hier so lernen? Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Okay, bei dem können wir lernen Macht des Schwertes, Schwertparade. Ah, und hier können wir Tierwissen lernen. Das ist ja cool. Ah, Scarlett. Üben, ja, kämpfen, zeig mir, trainieren. Wie man die Assassinen besiegt. Okay. Gut. Ich greife dich jetzt so an, wie es die Assassinen gern tun. Nur, dass ich nicht ganz so leichtfüßig bin wie sie. Dafür aber viel hübscher. Oh. Ihr besonderer Angriff ist zum Glück auch ihre Schwäche. Die meisten von ihnen sind ja nur Lehrlinge. Wir haben nur wenige Meister gesehen. Wenn sie ihren Schlag begonnen haben, dann bewegst du dich einfach schnell aus dem Weg. Ah, der ja. Schlag ist nicht besonders schnell, also sollte das kein Problem für dich sein. Und dann wirst du sehr leicht einen Gegenangriff setzen können. So, jetzt das Ganze in der Praxis. Triff mich 5-mal, wenn ich diesen Schlag ausführe. Aber wenn ich dich 2-mal treffe, ist es vorbei. Bereit? Weiche den Schlägen deiner Feinde aus. Am besten tust du es, um zu überleben. Am besten tust du das während einer Bewegung durch Rollen mit Leertaste oder durch Parieren. Wenn du die Fertigkeit erlernt hast. Okay, parieren kann ich also noch nicht. Rollen. Wie geht das? Wie ging das noch? Ich meine mich zu erinnern, dass ich das mit Leertaste gemacht habe. Hallo? Glückwunsch, das lief gut. Okay. Jetzt, wo du ein wenig Kampferfahrung gesammelt hast, solltest du dieses Schwert hier mitnehmen. Es wurde während der Kämpfe zurückgelassen. Cool. Ich bin sicher, du wirst Verwendung dafür haben. Als nächstes solltest du einen Lehrer finden, der dir beibringt, wie man rollt und dann schlägt. Und wenn du erfahren genug bist, komm zu mir zurück. Ich kann dir einige Kampffertigkeiten beibringen. Okay, das ist irgendwie doof, dass ich... Warum...
Warum konnte ich mich nicht abrollen? Okay, also ich rüste mal den Skirmitar aus. Warum kann ich mich nicht abrollen? Ich muss gerade mal gucken. Einstellungen. Eingabe. Tastenbelegung. Abrollen, Leertaste. Wieso geht das dann nicht? Ja, scheiße. Okay, also ich guck mal nachher, ob das irgendwie... ob ich das irgendwie noch hinkriege. Yo. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein Schwert, das den Namen verdient hat. Und dann gucken wir uns mal nach der Kleidung um. Ich kann gerade mal schnell speichern. Oh, sehr schön. Das tut ja, das unterbricht ja gar nicht. So, gehen wir mal in Matthäus Haus. Einfach so, um die Kleidung zu holen. Tod berichtete mir von einer Waffe. Naja. Okay, was haben wir hier? Brot. Immer gut. Brot, auch gut. Ja. Okay. Hier hinten vielleicht. Ah. Ich versuche gerade immer noch... Oh, eine Goldkette. Ich versuche gerade immer noch, mich abzurollen, aber irgendwie... Warum geht das nicht? Hm. Komisch. Suchen. Kann man hier vielleicht... Aha. Okay, lesen, lesen, lesen. Wenn du Bücher findest, erhältst du einen Tagebucheintrag, den du im Inventar nachschlagen kannst. Über Bestien. Also, Scarlet, so hinterlässt man doch kein Bücherregal. Ja, genau. In der Version, die ich vorher hatte, also hier gewöhnliche Kleidung nicht passend, in der Version, die ich vorher hatte, waren die Truhen hier einfach nicht da. Und deshalb steht da auch unprotected bei der Version, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Weil ich da einen kleinen Hotfix installiert habe und der ist halt nicht original vom Entwickler. Und deshalb steht da unprotected, also das ist nicht so, weswegen man sich Sorgen machen sollte. Ich krieg gerade schon wieder, ich muss ja gerade mal gucken hier, Eingabe, Tastenbelegung, ich erinnere das einfach mal hier auf, weiß nicht, F. Das ist auch doof. Aber dann können wir wenigstens gucken, ob es einfach nur an der Taste liegt. Achso, ja. Nein, liegt nicht an der Taste. Irgendwie kann ich mich gerade wirklich nicht abrollen. Da lag noch Kupfererz rum, da liegt auch noch Kupfererz rum. Dann stelle ich das schnell zurück. Zack, zack, zack. Einstellungen, Eingabe, Tastenbelegung ändern. F hier, Leertaste. So, keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht, aber... Naja, man wird ja sehen, vielleicht ist es einfach nur ein temporärer Bug. Lilia. Lilia. Hallo. Hallo. Ich möchte handeln. Ich möchte handeln. Achso, das waren ja wir. Den Schürhaken können wir es verkaufen. Imperiale Münzen können wir auch alle verkaufen. Ach, ja, hier, Gegenstand verkaufen. Goldene Kette. Geil, 74 Gold. So, will ich das imperiale Schwert? 12, 15. Nicht unbedingt eigentlich. Die Laterne können wir mal mitnehmen. Und hier Tran zum Auffüllen. So. Laterne erhalten. Damit können wir dann nämlich, also es ist halt praktisch eine Fackel, bloß halt eine Laterne, also. Hey, wie kann ich dir helfen? Ich habe hier die nicht... Ich habe diese Kleidung gefunden. Die passt... Ui, ui, meine Tochter ist wohl ein wenig füllig geworden. So kann man es auch ausdrücken. Mal sehen, was die fette Kuh. Zum Glück muss mein Gehilfe nicht mehr sehen, wie ich die Schmiede in eine Änderungsschneiderei verwandle. Magic! Ja, ja, heute trägt man in Italien bauchfrei. Nichts. Das war das Beste, was ich... Moment, das sieht gar nicht so übel aus.
Passt wie angegossen. Also früher habe ich sowas ja mit Rüstungen gemacht. Anstatt mit einfachem Stoff. Solltest du eine Rüstung finden, die dir nicht passt, dann bring sie bei mir vorbei. Dann werde ich meine alten Künste auspacken. Na dann, viel Glück. Der wird noch was ganz anderes auspacken. Vielleicht kannst du mir ja auch einen Gefallen tun. Aha. Unbedingt eine neue Schmiedezange. Der verstorbene Alte aus der Waldhütte hat eine, die er mir schon lange schenken wollte. Vielleicht könntest du runter in den Efeugraben gehen und sie mir holen? Ja, klar. Können wir machen. Ich werde die Zange holen. Scarlett! Scarlett! Was denn jetzt schon wieder? Bei allen Geistern, da bist du ja. Ja, okay. Es ist schrecklich. Hör zu, dann... Beruhige dich. Was ist denn passiert? Es geht um deinen Halbbruder, Leon. Er ist heute Morgen diesen Kerlen hinterhergelaufen, mit einem rostigen Schwert in der Hand. Was? Er ist runter zum Efeugraben, aber er ist nicht zurückgekehrt. Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Oh, der dumme Bengel. Ich finde ihn und dann... Wo ist Leon? Öffne dein Tagebuch, um ihn zu finden. Wähle Leons Auftrag und dann auf Karte anzeigen. Nun kannst du seine Position auf der kleinen Karte sehen. Unten mit der Fertigkeit Pfad des Raben zeigt dir ein Rabe den Weg zu ihm. Ja, das Spiel nimmt uns nicht nur an der Hand, es wirft uns die Lösung sozusagen ins Gesicht. Ein Freund in der Not. Auf Karte zeigen. Also das sind die erledigten Quests hier. Da ist es auch nicht so wichtig. Karte. So, das ist also die Karte hier. Was? Achso, ich dachte, man könnte hier irgendwie das Fenster wegmachen. Und das hier ist also Venedig. Okay, groß. Doch, also erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed 2 hier. Venedig. Venedica. Und hier von Westen der Wind. Wir sind ja in der Westwindzone, also hat schon alles so seine Richtigkeit. Kupfermine, hier geht's in die Kupfermine. Ja, das wäre jetzt eigentlich auch mal. Ups. Halt. Das wäre eigentlich auch mal ein Blick wert, in die Kupfermine zu gehen. Bevor wir diesen missratenen Buben zur Strecke bringen. Die Leviten lesen. Vielleicht hier einfach mal da lang. Nein, nicht dorthin gehen. Sie sind zu stark. Ah ja. War das nicht der Typ, der uns vorhin was beigebracht hat? Dorfbewohner durchsuchen. Hey. Der ist tot. Also wirklich tot. So, dann hier mal Waffe ziehen, natürlich. Das sind Bauern. Sie haben nicht so gute Waffen. Ich will mich abrollen können. Voll doof ohne Abrollen, weil... Ich habe mich nämlich schon an das Abrollen gewöhnt. Hoppapa. Was haben wir hier? Eine Urne. Hoppa. Baum. Also ich muss mal gucken, ob das an Fraps liegt und dass ich mich nicht abrollen. So würde nämlich das Abrollen aussehen. Klar, ich kann jetzt auch mit Gegner rumlaufen, aber das ist ein bisschen unbeholfen. Einfach mal hier alles mitnehmen. Hier auch. Ah, speichern aktuell nicht möglich. Hallo, mein Freund. Komm her. Komm her. Au. So. Was haben wir hier? Da ist noch Kupfererz. Und hier ist auch noch Kupfererz. Ihr verdammten kleinen Hunde! Niemand tötet! Niemand tötet Scarlett! Du hast eine neue Stufe erreicht. Du hast Attributpunkte und Fertigkeitspunkte erhalten. Öffne das Inventar mit I. Dort kannst du deine AP verteilen zum Einsetzen. Der FP musst du einen Lehrmeister finden. So, die beiden sind Geschichte. Und durch den Level-Up
habe ich direkt auch wieder volles Leben. Und dann kann ich es gleich mal hier verteilen. Nämlich